Yes. Schauen wir mal, ob wir live sind heute Abend, wie jeden Donnerstagabend. Hallo Freunde, Philipp Lang hier. Ihr kennt das Spiel. Donnerstagabend live Q&A-Call hier in der Online-Marketing-Unternehmergruppe. Und ich sehe auch hier, wenn ich hier mal runter mache, kann man es besser sehen. Vielleicht, dass ich hier live bin. Das heißt, ich kann eure Fragen auch entgegennehmen. Heutiges Thema. Ich habe was mitgebracht und zwar Fragen, Fragen, kostet nichts. Und viele Fragen erreichen mich und sagen, hey, scheiße, ich bekomme keine Ergebnisse. Was kann ich tun? Und ich habe ein paar Notizen dabei, um euch wirklich die wichtigsten Punkte, die für mich funktioniert haben, euch weiterzugeben. Und vielleicht wir haben viele, viele neue hier in der Gruppe. Ich habe jetzt gerade noch vor 2, 3 Minuten wieder 24 neue hier in die Gruppe. Tag ungefähr der Durchschnitt, was hier in die Gruppe neue Mitglieder kommen. Wenn ihr mich hören könnt, ich sehe hier gerade sind schon 2 live mit dabei. Lasst bitte gerne in den Kommentaren irgendein Feedback da, ob ihr mich hören könnt, ob ihr mich sehen könnt. Lasst gerne auch ein Hashtag live in den Kommentaren. Je mehr Menschen das Video sehen, desto mehr Menschen kann ich hier helfen. Deswegen, wenn ihr mit dem Video interagiert, geht Facebooks Algorithmus her und strahlt es an mehr Menschen hier in der Gruppe aus. Je mehr Menschen, wie gesagt, das sehen, desto mehr Menschen können mir helfen. Wie bekomme ich Ergebnisse? Wie lange dauert das endlich, bis ich die ersten Ergebnisse bekomme? Ich will euch nur ganz kurz meine Story erzählen, wie lange es bei mir gedauert hat, Ergebnisse zu bekommen. Ich habe, als ich 18 war, das Buch gelesen, vielleicht kennt es der ein oder andere von euch, von Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Und seitdem war bei mir im Unterkopf, Timo ist dabei, live, dank dir. Ich weiß, ihr könnt mich hören, sehr schön. Mit dem Lesen des Buches Rich Dad, Poor Dad hat sich bei mir in die Festplatte eingebrannt, dass ich später mal ein eigenes Business haben will, Unternehmertum machen will. Und ich habe damals mit 18 angefangen, mir Geschäftsideen auszudenken und drüber zu überlegen, welches Geschäftsmodell ich denn machen will. Und ich weiß noch ganz genau, mit 18 wollte ich damals ein Gutscheinportal errichten und aufbauen. Und Gott sei Dank, sage ich heute, hat es nicht funktioniert. Ich habe dann mehrere Jahre wieder verplempert, sage ich mal, und nicht diesen Weg der Selbstständigkeit und des Unternehmertums weitergegangen, bin dann nach Neuseeland und war reisen und bin den normalen Weg gegangen, den viele von euch vielleicht auch gehen. Ich habe Abitur gemacht und habe studiert, Master Wirtschaftsingenieurwesen und habe dann während meines Studiums auch verschiedene Geschäftsmodelle immer mal wieder ausprobiert, weil ich immer fest daran geglaubt habe, ich will irgendwann mal selbstständig sein. Ich habe zum Beispiel während meines Masterstudiums ein Fair Fashion Modelabel aus Los Angeles, das in Ghana, Afrika hergestellt wird. Vielleicht könnt ihr es später googeln. Es hat Della geheißen. Vielleicht habe ich da noch den Aufkleber drauf. Hier, so schaut es aus. Della. Und dieses Modelabel habe ich damals in die deutschsprachigen Länder gebracht. Bin gescheitert schlussendlich, weil die Qualität hier für die deutsche oder deutschsprachigen Länder nicht ausgereicht hat. Was habe ich noch probiert? Ich war und hatte mal Weihnachtsmarkt-Verkaufsstände. Ich hatte 2 in Kopenhagen, Dänemark und zeitgleich 2 in Dresden am Augustusmarkt. Und ich hatte mit meinem Kooperationspartner, damals also mein Partner, mein Geschäftspartner, berechnet, hey, in diesen 4 Wochen am Weihnachtsmarkt in Kopenhagen 2 Stände, Glühwein verkauft, das muss super funktionieren. Und zeitgleich noch 2 Stände in Dresden. Wir haben uns ausgerechnet, dass jeder 70.000 Euro in diesen nur 4 Wochen macht. Und anstatt 70.000 Euro Profit zu machen, was war das Ende vom Lied? Jeder von uns hat 11.000 liegen lassen und verloren und gescheitert. Und wir haben gesagt, um Gottes Willen, das machen wir nie wieder. Und wir haben einfach viele Kriterien gehabt, die wir im Vorfeld nicht sehen konnten und nicht auf dem Schirm hatten. Und uns hat niemand zuvor geholfen als Coach, wie wir es genau machen mussten. Jürgen ist auch live dabei, grüß dich. Und dann ging es weiter, dann bin ich wieder ins Angestelltenverhältnis, weil ich mit den Weihnachtsmärkten gescheitert bin und habe dann mich 6 Monate beworben, bis ich dann wieder Unternehmensberater in München war. Und nach der Unternehmensberatung bin ich nach Regensburg und habe da den internationalen Vertrieb geleitet und habe Elektromobilität in die ganze Welt verkauft. Australien, Amerika, E-Bikes. Und
habe im ersten Geschäftsjahr mit einem neuen Produkt, dieses E-Bike war ein neues Produkt, im ersten Geschäftsjahr für diese Firma hat ein Kumpel oder gehört ein Kumpel von mir 1 Million Umsatz gemacht. Als One-Man-Show für E-Bikes internationaler Vertrieb. Und ich so, hey, hoppla. Da habe ich das erste Mal richtig Vertriebe auch gelernt. Und dann habe ich gesagt, hey, ich hatte immer noch dieses Fünkchen drin, auch wenn ich schon dreimal, viermal zuvor gescheitert war, mit dieser Geschäftsidee, mit dieser Geschäftsidee, über die Jahre und Jahrzehnte hinweg, habe ich gesagt, mich kitzelt es immer noch. Und dann war es so, dass ich im Juli 2017 eine dieser Werbeanzeigen auf Facebook gesehen habe von Robert Kiyosaki, wo ich mit 18 schon das erste Buch von ihm gelesen habe. Deswegen hatte ich Vertrauen zu ihm und habe diese Ad geklickt und habe dann das erste Mal im Sommer 2017 in ein erstes Coaching investiert. Und habe dann aber ziemlich schnell festgestellt, nee, das ist nicht meins. Das war irgendwie Affiliate und der ein oder andere hier kennt definitiv auch Affiliate. Jenny ist mit dabei, Pietro ist mit dabei, Ramon, grüß dich, Steffen, hallo. Und habe dann in das erste Coaching investiert, das war nicht meins, habe weiter investiert und weiter investiert. Und schlussendlich bin ich dann zu dem Geschäftsmodell gekommen, was ich jetzt seit gut 3 Jahren mache, und zwar für lokale Firmen, für mittelständische Unternehmen eben sogenannte Neukunden oder Leads zu generieren, um eben die Umsätze zu steigern für diese Unternehmen. Und jetzt ist es wichtiger denn je. Und was ich euch mit dieser Story eingangs meines Contents, den ich hier vorbereitet habe, einfach nur erzählen oder erklären will, ist, es ist ein Prozess, es dauert manchmal Jahre, Scheitern gehört dazu. Und als ich dann eben gemerkt habe, ich kann für eine andere Firma als One-Man-Show 1 Mio Umsatz im Jahr machen, sage ich, hey, warum kann ich das nicht für mich selbst? Und dann komme ich eben zu dem Punkt Nummer eins, der wichtig ist, um Ergebnisse zu sehen. Und es ist, eine Wissen oder eine Fähigkeit aufzubauen, die da draußen am Markt sehr, sehr wertvoll ist. Denn wenn ich eine wertvolle Fähigkeit oder ein Wissen mir aufgebaut habe, das ich da draußen gut verkaufen kann, habe ich mein Produkt. Und heutzutage im Informationszeitalter ist Wissen zum Teil, und ich sage bewusst zum Teil Macht. Wissen ist zum Teil Macht. Wann ist Wissen wirklich Macht? Ich sage immer, Wissen ist nicht Macht. Angewandtes Wissen ist Macht. Umgesetztes Wissen ist Macht. Und so habe ich dann im Juni 2018, ich wurde zum 15.03.2018, also Mitte März gekündigt aus dieser Vertriebsposition, internationaler Vertrieb. Und dann habe ich gesagt, anstatt zu sagen, oh Scheiße, ich bin gekündigt worden, was mache ich jetzt? Nein, ich habe das als Chance gesehen. Chance zu sehen, das weiter zu verfolgen, was ich mir Jahre und Jahrzehnte davor schon immer ausgemalt habe, hey, mir ein eigenes Business aufzubauen. Und ich habe dieses Geschäftsmodell aus den USA, ich habe all meine Coachings und all das Wissen, was ich mir angeeignet habe, und mittlerweile sind es über 170.000 Dollar, die ich in den letzten 2 Jahren in mich selbst hier oben in mein Wissen investiert habe, um mir ein Business draus zu bauen, und habe dieses Wissen verfeinert in den letzten Monaten nach März 2018. Und dann ging es los, dass ich im Juni 2018 mit diesem Geschäftsmodell für Fitnessstudioinhaber Leads generiert habe und in 33 Tagen die ersten 10.000 Euro Profit gemacht habe. Das war kein One-Hit-Wonder, es ging dann weiter. Im nächsten Monat mehr, im nächsten Monat mehr. Im vierten Monat, als ich dieses Geschäftsmodell angefangen habe, waren 37.550 Euro im September 2018 an Umsatz. Eigentlich Profit. Denn ich war alleine, ich hatte kein Büro, ich hatte nur meinen Laptop, ich hatte nur mein Telefon und konnte dieses Wissen, das ich mir zuvor aufgesaugt habe, für einen hohen vierstelligen Bereich, 7.000 Euro, konnte ich das erste Mal anwenden und da draußen am deutschsprachigen Markt, ich hatte Fitnessstudioinhaber aus Deutschland, aus Österreich, verkaufen. Und das will ich euch nur sagen, es bedarf wirklich Jahre und Jahrzehnte und manchmal auch dieser Glaube, den man verliert und wieder, wenn man gescheitert ist, bleibt man erstmal liegen, aber immer wieder, wenn man aufsteht und seine Ziele weiterverfolgt, ist eben essentiell. Deswegen erster Punkt. Wie bekomme ich Ergebnisse?
Investiere in dich und dein Wissen und stifte mit diesem Wissen Mehrwert da draußen. Und wir haben durchs Informationszeitalter, sage ich, die beste Zeit, in der wir eigentlich geboren worden sein können. Ich meine, viele, ich verstehe auch, wenn viele das im Moment anders sehen, aber ich bin nach wie vor überzeugt und ich bin dankbar dafür, dass ich in dieses Zeitalter geboren wurde, weil heutzutage ist wirklich durch das Internet alles möglich. Das ist die neue Welt. Die alte Welt ist so, wie wir vielleicht aufgewachsen sind und erzogen worden sind. Und die Frage an dich ist, wie hart versuchst du es wirklich? Wie hart arbeitest du wirklich an dir? Enrico ist auch dabei, grüß dich. Wie viele Kontaktanstöße machst du tagtäglich wirklich? Wie viele E-Mails verschickst du am Tag tatsächlich? Wie viele Messages schreibst du tagtäglich auf Facebook raus? Wie viele Messages schreibst du auf Instagram raus? Wie viele Messages schreibst du auf LinkedIn raus? Wie hart arbeitest du wirklich an dir? Da ist bestimmt bei dem einen oder anderen, beziehungsweise bei jedem, auch bei mir, noch Luft nach oben. Das ist Nummer eins. Und was ich euch damit sagen will, wer nämlich die Extrameile geht und wer über Wochen hinweg und Monate hinweg reinsteckt und Outreach macht, der bekommt irgendwann den sogenannten Popcorn-Effekt. Man sieht wochenlang überhaupt nichts und denkt sich, scheiße, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Was mache ich falsch? Und auf einmal macht es wie in der Mikrowelle, wenn man die Maiskörner erhitzt, macht es auf einmal blop, 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 blop. Und das Popcorn geht auf. Und das hört es auf einmal nicht mehr auf und wird nur mehr und mehr in der Mikrowelle. Deswegen, du weißt es nicht, wann es aufgeht. Du weißt nur, dass es aufgeht, wenn du kontinuierlich weitermachst und dranbleibst. Egal, welche Ziele du hast, egal, welche Träume du hast, egal, mit welchem Geschäftsmodell, kontinuierlich und beharrlich dranbleiben und weitermachen. Denn ich habe hier einen geilen Quote, der ist auf Englisch, der heißt, the top of the mountain is not crowded, the bottom is. Das heißt, der Spitze des Bergs ist nicht viel umgeben oder viel bevölkert, sondern unten am Boden. Das heißt, wenn du hart an dir arbeitest und den Berg Stufe für Stufe, Schritt für Schritt hochkletterst, oben hast du wenig Konkurrenz. Denn Les Brown sagt auch, if it is easy, everybody would do it. Easy comes, easy goes. Deswegen harte Arbeit reinstecken ist nicht für jeden. Nur wenn du härter arbeitest als alle anderen da draußen, wirst du auch sicher andere und bessere Ergebnisse bekommen als die anderen. Was gehört dazu? Der ein oder andere weiß es. Ich habe hier viele bei mir, die im Team sind. Das Erste, was ich mache und was jeder erfolgreiche Mensch macht, get up early, stehe früh auf. Ich sage immer, du musst dem Sonnenaufgang voraus sein. Wenn du das schon mal schaffst, dass du dich aus dem Bett überwindest und nicht den Snooze-Button klickst und wieder drückst und wieder im Bett liegen bleibst, sondern dass du die innere Energie hast und sagst, ja scheiße, ich will eigentlich auch nicht raus. Hier ist es schön warm, hier ist es gemütlich, hier kann ich liegen. Und den ersten Schritt schon zu gehen und zu sagen, nein, ich habe mich dazu entschieden, ich will mehr im Leben, ich will andere Ziele erreichen, das bedarf eben die innere intrinsische Motivation, aus dem Bett in der Früh zu kommen, bevor die Sonne aufging. Weil diese ersten Stunden, und ich zitiere hier einen meiner großen Mentoren, Robin Sharma, er hat ein klasse Buch geschrieben, das heißt The 5 a.m. Club, der 5 Uhr morgens Club. Und er hat auch ein geiles Video auf YouTube, das nennt sich How to Wake Up Early. Und als ich das mir verinnerlicht habe, wusste ich, okay, ich muss die gleichen Dinge machen, die die Erfolgreichen machen. Und alle Erfolgreichen, ob das Oprah Winfrey ist, ob das Les Brown ist, ob das Brian Tracy ist, ob das David Goggins ist, ob das T.D. Jakes ist, alle sagen, du musst früh aufstehen. Das gibt dir schon mal den mentalen Vorsprung vor allen anderen, weil wenn die meisten um 6, 7, 8 erst aufstehen, hast du schon eine Stunde an dir gearbeitet. Und die ersten 20 Minuten ist Sport. Ich sitze jeden Morgen hier unten und mache meine Liegestütze und mache meine Spins und mache meine Dehnübungen, mein Stretching und höre mir jeden Morgen mit diesen Kopfhörern hier übers Handy motivierende YouTube-Videos an, um mich zu primen, um in diesen State zu kommen. Probiert es mal aus, das ist kein Witz, das funktioniert tatsächlich. Und wenn du
früh aufstehst, wenn du anfängst mit 20 Minuten Sport, 20 Minuten Schreiben. Ich habe hier Journale, die vollgeschrieben sind. Ich zeige sie euch nur, damit ihr sie seht. Es sind alles 1, 2, 3, 4, sind alles vollgeschriebene Journale mit Zielsetzungen, mit Dankbarkeitsjournalen, um das zu verinnerlichen. Denn einmal ist keinmal. Man muss das ständig wiederholen, immer und immer wieder. Wenn du viel Wasser trinkst, nur Wasser trinkst, je mehr, desto besser. Mindestens 3 Liter, besser 4 Liter am Tag und keinen Alkohol dafür trinkst. Wenn du dich gesund ernährst, das heißt mit Obst und Gemüse anstatt Zucker. Zucker ist verboten. Zucker ist das Schlimmste. Wenn du kein Fernsehen schaust, keine Nachrichten schaust, keine Radio hörst, wenn du dich von der Negativität da draußen abschottest, dann kannst du auch gar nicht negativ mitreden. Denn es kommt alles nur hier raus, was du hier oben fütterst. Und wenn du hier oben keine Negativität fütterst, kommt hier auch keine Negativität raus. Und wenn du keine Negativität sprichst, kommst du auch nicht mit negativen Leuten in Kontakt. Wenn du nur positiv bist, Law of Attraction, du ziehst nur Positivität an. Und schlussendlich, du musst es tun und kontinuierlich und dranbleiben. Es heißt, ein Ritual oder eine Gewohnheit spielt sich erst, ja, manche sagen nach 21 Tagen, aber schlussendlich sind es mindestens, ich glaube, bei Robin Sharma in dem Video sagt das auch, ich glaube, eine richtige Gewohnheit, dass du es immer und immer wieder automatisiert machst, braucht 3 Monate. Du musst etwas 3 Monate machen, um es wirklich in Fleisch und Blut bei dir übergehen zu lassen. Nummer 1 war, sorge dafür, dass du dir ein Skillset, eine Fähigkeit oder Wissen aneignest, das da draußen wertvoll ist. Und da habe ich eben die Chance gesehen und diesen Trend mitgenommen. Und der Trend geht jetzt erst richtig los. Es ist jetzt noch viel, viel einfacher als 2018 für mittelständische Firmen, diese Leads zu generieren, weil jetzt in der Krise, in der Corona-Krise, hat jede Firma da draußen verstanden, dass sie digital werden müssen. Dass sie online sichtbar werden müssen, dass sie online eine Reichweite brauchen. Und deswegen ist jetzt der beste Zeitpunkt, unseren mittelständischen Firmen zu helfen, übers Internet Aufmerksamkeit zu gewinnen und Kundenaufmerksamkeit zu gewinnen. Und mit einem tollen Angebot und mit einer ansprechenden Werbeanzeige ist das heutzutage, ich sag mal, ein Klacks, wenn man weiß, an welchen Stellschräublein man drehen muss. Das Zweite habe ich auch schon gesagt. Wake up early. Und um früh aufstehen zu können, ist natürlich essentiell auch wirklich guten Schlaf zu finden. Und die Erfolgreichen wissen, der Schlaf vor 12 Uhr Mitternacht ist eigentlich der wichtige Schlaf. Deswegen um 10 im Bett, hör dir noch irgendwelche Affirmationen an, meditiere noch von mir aus. Um 10 im Bett und um 5 heraus, und das ist die goldene Regel für mich. Guter Schlaf. Viel Wasser, viel gute Ernährung, alles, was wir unseren Körper und unseren Geist füttern, gibt Power oder eben nicht Power. Und wenn ich nur Fast Food und Zucker und Cola und so weiter trinke, werde ich natürlich irgendwann schläfrig, müde und brauche die Energie, um diese Fette und Zucker zu verarbeiten. Und anstatt die Energie für das zu verschwenden, habe ich die Energie, um konzentriert zu arbeiten. Konzentriert ist auch ein wichtiges Thema. Dieses Dingens hier ist die brachialste Waffe in unserem Zeitalter. Wir schauen in einen Screen 12 Stunden am Tag im Schnitt und wir schauen im Schnitt 5 Stunden in dieses Gerät hier und davon 2,5 bis 3 Stunden in Social Media. Deswegen, wir nutzen es zwar, um viele Menschen zu erreichen, aber wer wirklich fokussiert arbeiten will, legt dieses Handy weg. Nehmt es nicht am Abend mit ins Schlafzimmer. Und macht es aus, und wenn ihr konzentriert arbeitet, legt es in die Schublade und schaut maximal 1 Stunde am Tag in dieses Handy, in Social Media, aber nur um mit Menschen in Kontakt zu kommen, denen ihr helfen könnt. Wenn man das beherzigt, sparen wir uns alleine schon mindestens 3 Stunden am Tag. Die Morgenroutine habe ich auch angesprochen. Das Wichtigste grundsätzlich ist immer, nur wenn wir aus der Komfortzone gehen, nur wenn wir früh aus dem Bett kommen, nur wenn wir auf Alkohol, Nikotin und alles da draußen verzichten, nur wenn wir
nicht das tun, was alle tun, werden wir auch andere Ergebnisse bekommen als die anderen. Und wir wachsen nur, wenn wir aus der Komfortzone sind. Deswegen fange ich gleich morgens an, aus der Komfortzone zu gehen, indem ich früh aufstehe und sofort Sport mache und dann schon den Mindset-Vorsprung habe und sage, hey, ich bin jetzt gerade definitiv ein paar Menschen da draußen voraus. Denn ich weiß nur, wenn man aus der Komfortzone ist, wo man wächst, kann man auch Sachen bewegen. Geht aus der Komfortzone. Geh in eine, und die habe ich auch angesprochen, wie ich mir die hole, geh in eine Powerful State, geh in eine Pace, schieß dich auf den Tag positiv ein und da guckt euch mal die ganzen YouTube-Videos an. Gebt mal nur in YouTube, jetzt ruft mich jemand an, René Kutuket, ich muss dich leider ablehnen. Geht mal auf YouTube und gebt mal nur in YouTube in die Suchleiste ein. Motivation. Wie viele Motivationsvideos findet ihr? Wie viele Linkklicks oder Views haben diese Motivationsvideos? Die sind nicht umsonst da. Und nicht umsonst kommt jeden Tag ein neuer, der diesen Trend erkennt und einen neuen YouTube-Kanal startet und auch motivierende Videos drauflädt. Weil das wird von den Menschen, die mehr im Leben erreichen wollen, tagtäglich, jeden Tag konsumiert. Und deswegen bekommen diese YouTube-Videos, die mit Motivation zu tun haben, viele, viele Views und Abonnenten und Subscriber. Das ist der Grund dafür. Deswegen, die helfen einem, in einen Powerful State zu kommen, um Attacke am Tag geben zu können, um motiviert zu sein, um zu sagen, du pass auf, ich habe nur diesen einen Tag heute und den nutze ich mit allem, was ich habe. Und was morgen ist, weiß ich noch nicht. Und du kannst als Mensch deine Emotionen und deine Motivation selbst proaktiv steuern. Im Gegensatz zum Tier, im Gegensatz zur Pflanze hat der Mensch die Gabe, seine Gedanken zu verändern. Alles, was mancher Mensch negativ sieht, sieht ein anderer Mensch als Chance und positiv. Und diesen Quantensprung oder diesen Wechsel von negativ auf positiv hat jeder Mensch von uns selbst in der Hand. Und wenn wir uns trainieren und uns mit diesen Sachen beschäftigen, lernen wir auch aus diesen ganzen Videos und Büchern, die man lesen kann über Persönlichkeitsentwicklung, dass man eben selbst es in der Hand hat, jeden Tag aufs Neue, ob ich etwas negativ sehe oder positiv sehe. Und natürlich erreichen wir im Leben mehr, wenn ich es als Chance und positiv sehe. Deswegen attacke jeden Tag mit Enthusiasmus, mit Motivation und mit Spirit. Es wird zur Gewohnheit, wenn du es wirklich über Wochen hinweg machst. Haben wir gesagt, guter Schlaf, gute Ernährung, viel Wasser und Motivation, das sind Kerneigenschaften, um draußen Attacke zu geben. Und noch ein wichtiger Punkt, track everything. Das heißt, egal was du machst, zeichne es auf, schreibe es auf, führe Buch, denn nur wo du Zahlen, Daten, Fakten hast, kannst du auch was optimieren. Wenn du Blindflug hast und nicht weißt, hey, heute habe ich heute 20 Liegestützen gemacht oder habe ich 40 gemacht, nur wenn ich weiß, heute habe ich 40 gemacht, kann ich morgen 44 machen, kann ich übermorgen 48 machen, kann ich übermorgen über 50 machen. Alles müssen wir tracken. Ich track sogar, es gibt so Bänder und ich hatte einen Aura-Ring, ich kann jedem nur den Aura-Ring empfehlen, ich habe ihn leider am Münchner Flughafen am Waschbecken liegen lassen. Ich track sogar meinen Schlaf, dass ich ganz genau sehe, wo bin ich in den Tiefschlafphasen, wie lang waren die Tiefschlafphasen und was kann ich tun, um in den Tiefschlafphasen noch länger zu bleiben. Trackt, wie viel Wasser ihr trinkt, trackt, wie viele Anrufe ihr am Tag macht, trackt, wie viele E-Mails ihr am Tag rausschreibt. Denn nur wenn ihr Zahlen, Daten, Fakten habt, könnt ihr auch hergehen und wirklich sagen, hey, heute mache ich nur 10% mehr. Wir müssen, und das ist vielleicht ein bisschen von mir, weil ich Wirtschaftsingenieur bin, wir müssen wie ein Ingenieur denken. Wir müssen denken, wenn wir Zahlen, Daten, Fakten haben, dann kann ich auch wirklich optimieren. Dann sehe ich ganz genau, hey, das funktioniert nicht so gut, aber das, was ich danach probiert habe, hat besser funktioniert. Und natürlich machen wir das, was besser funktioniert hat, mehr und das, was nicht so gut funktioniert hat, weniger oder gar nicht mehr. Und da kommt wieder der sogenannte PDCA-Zyklus zum Tragen. Plan, Do, Check, Act, das Deming-Rad,
Wer meine Videos auf meinem YouTube-Kanal auch anschaut, der kennt es bestimmt schon. Das ist das, was ich meine, alles immer kontinuierlich überwachen, um optimieren zu können und besser zu werden. Und dann machst du auch mehr. Und das Wichtigste, das vergessen die meisten, ist, ja, es bringt Opfer mit sich. Ja, man investiert viel, viel Zeit in den ersten Wochen, Monaten und auch Jahren. Ja, es sind 10, 12, 14, 16 Stunden Tage. Aber ich sage, es war es jedes Mal wert. Ich bedauere es überhaupt nicht. Auch wenn ich sage, ich arbeite Samstag auch. Auch wenn ich mich selbst zurücknehmen muss und sage, ich arbeite Sonntag mal nicht. Weil Pausen sind auch extrem wichtig, um den Akku wieder aufzuladen. Und deswegen, Burnout ist kein, kennt jeder von uns. Und man kann schnell verbrennen, wenn man wirklich nicht im Flow arbeitet und wirklich nicht happy ist bei dem, was man tut. Deswegen reißt raus, denn es ist es wert, jetzt für ein paar Jahre, wir haben diese Chance heute, wir sitzen in einer riesen Goldmine, für ein paar Jahre wirklich uns was aufzubauen, um den Rest unseres Lebens so zu verbringen, wie wir ihn verbringen wollen. Und das ist heutzutage definitiv möglich. Ich bin auch nur ein Mensch und ich sage immer nur, wenn es ich kann, kann es jeder da draußen machen. Nur, ja, es bedarf ein paar Opfer. Ja, ich habe in den letzten Jahren wahrscheinlich mehr gearbeitet als ich habe die letzten 3 Jahre wahrscheinlich mehr gearbeitet als die letzten 10 Jahre. Aber man merkt dann wirklich, was dabei rumkommt. Und deswegen kann ich jeden nur von euch ermutigen und sagen, hey, es ist ein paar Jahre, aber dann kann ich wirklich mir was aufbauen. Und es ist es auf jeden Fall wert. Das wollte ich ihr heute Abend euch nur mitgeben in der Online-Marketing-Unternehmergruppe. Wenn ihr mehr von solchen Content wollt, wenn ihr anderen Content wollt, egal was ihr für einen Content wollt, kommentiert, lasst ein Like da, lasst gerne auch ein Herz da. Ich lade das Video auch auf YouTube hoch. Wenn ihr es auf YouTube seht, abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Und ich hoffe damit euch ein bisschen Einblick gegeben zu haben, was man machen kann, um Ergebnisse zu bekommen. Und ich empfehle natürlich, eins nach dem anderen zu machen. Man kann nicht sein Leben so mit einem Fingerschnipp von 0 auf 180 Grad drehen. Aber wenn wir die schlechten Gewohnheiten loswerden, auf der Couch sitzen, Fernseh schauen, Chips essen, Alkohol und so weiter. Und wenn wir nur ein negatives oder nicht so tolle Gewohnheit lassen und mit einer positiven Gewohnheit austauschen und das kontinuierlich, jedes Monat ein anderes, ihr werdet sehen, wie sich euer Leben auf einmal dreht, mit welchen Menschen ihr auf einmal in Kontakt kommt. Und das ist nämlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ihr spiegelt oder eure Umwelt, eure Menschen, mit denen ihr umgebt seid, spiegeln nur eure eigene Persönlichkeit. Und ihr kennt das Sprichwort, das brauche ich euch nicht erzählen. Wenn du der Smarteste und der Schlauste im Raum bist, bist du im falschen Raum. Deswegen treffen wir uns auch jeden Mittwochabend bei uns im Team, um uns auszutauschen, um uns zu unterstützen, zu supporten. Deswegen haben wir auch hier eine geschlossene Facebook-Gruppe. Aber ich will euch hier auch in der offenen Gruppe, meiner Gruppe hier, Insights geben, Tipps geben, wertvolle Ratschläge geben. Alles ist möglich heutzutage. Nicht aufgeben. Schönen Donnerstagabend. Wie gesagt, lasst gerne einen Hashtag Replay da, wenn ihr es in der Wiederholung seht. Und ich freue mich über jedes Like. In diesem Sinne, schönen Donnerstagabend. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder und fangt an, diese Dinge langsam, aber stetig umzusetzen und ihr werdet merken, da ist einiges drin. Bis dahin. Ciao. Beenden.